Hallo zusammen. In Cartoons, die wir alle seit unserer Kindheit lieben, werden wilde Tiere fast immer freundlich und süß dargestellt. Im wirklichen Leben sollte man jedoch nicht unvorbereitet auf sie treffen, denn die Folge davon können schwere Verletzungen sein. Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Heute werden wir euch davon erzählen, wie wilde Tiere ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben, um Menschen zu retten. Los geht's! Es ist bekannt, dass in der Löwenwelt in der Regel das Matriarchat herrscht. Löwinnen übernehmen in der Regel die volle Verantwortung für die Aufzucht von Jungen und die Beschaffung von Nahrung. In diesem Video zeigte die Löwin ihre bedingungslose Autorität. Zunächst lässt absolut nichts etwas Böses ahnen. Ein riesiger König des Dschungels ruht sich gelassen aus, umgeben von zwei Zoo-Angestellten. Doch plötzlich beschließt er grundlos, einen der Männer anzugreifen. Er wehrt sich und versucht zu fliehen. In diesem Moment eilt die tapfere Löwin entschlossen zu Hilfe und beruhigt das Männchen. Daraufhin beschloss der Löwe, vom Tatort zu fliehen. Dieser riesige Wal wird von Biologen als Buckelwal bezeichnet. Er gilt als einer der musikalischsten und beweglichsten Wale, da er nicht nur laute und ungewöhnliche Geräusche abgibt, sondern auch eigenartige akrobatische Darstellungen ausführt, indem er aus dem Wasser springt. Darüber hinaus hat der Buckelwal den Ruf eines Altruisten, dessen Eingriff oft dazu beiträgt, das Leben anderer Geschöpfe zu retten. Die Meeresbiologin Nan Hauser berichtet, dass ein Buckelwal sie während einer Expedition zu den Cookin-Inseln im Pazifischen Ozean vor einem möglichen Tigerhai-Angriff gerettet hat. Als die Forscherin einen Riesen mit einem Gewicht von fast 23 Tonnen ganz in ihrer Nähe schwimmen sah, eilte sie zu ihm, um ihn besser kennenzulernen. Plötzlich begann das Säugetier, das Forscherteam mit seiner Brustflosse zu bedecken und sogar versucht, sie auf die Wasseroberfläche hinauszustoßen. Den Forschern war es nicht sofort klar, dass der riesige Wal sie vor einer Gefahr gerettet hat, die sie zunächst nicht einmal gemerkt haben. Dabei dauerte die Rettung ganze 10 Minuten lang. Darüber hinaus hat ein weiterer Wal geholfen, den Hai mit Hilfe seiner Flosse abzulenken. Erst einige Minuten später, als die Forscherin den Schwanz eines in der Nähe befindlichen Hais gesehen hat, ist ihr klar geworden, dass ihr Leben in Gefahr ist. Die Forscherin verwechselte die Schwanzflosse mit der eines Wals, doch dann erkannte sie, dass es sich dabei um eine Schwanzflosse eines Hais handelt, der sich von links nach rechts bewegt, während die Flosse eines Wals sich von oben nach unten bewegt. Die Geschichte der Biologin ist ein weiterer Beweis für die Opferbereitschaft dieser Tiere. Verschiedenen Quellen zufolge sind diese Säugetiere oft bereit, ihr eigenes Leben zu riskieren, um selbst andere Tierarten zu retten. Der Mann in diesem Video hat fast sein ganzes Leben der Erforschung und Rettung von Delfinen und anderen Meerestieren gewidmet. Hardy Jones ist leider im letzten Jahr verstorben, hätte aber viel früher sterben können, wenn nicht für seine Delfinfreunde. Ausgerechnet sie haben den Forscher wiederholt bei seinen riskanten Tauchgängen gerettet. Diese Aufnahmen sind ein Beweis dafür. Diese wurden vom Forscher gemacht, als er auf einer Expedition auf den Bahamas gewesen ist. Auf dem Video ist deutlich zu sehen, dass ein blutrünstiger Hammerhai in der Nähe des Tauchers schwimmt und wahrscheinlich auf den richtigen Moment wartet, um ihn anzugreifen. Hardy filmte das Raubtier aber weiter, als wäre nichts passiert. In diesem Moment eilen vier Delfine, die Hardy bereits kannten, ihm zu Hilfe und vertrieben den Hai. Der Forscher war überzeugt davon, dass sie diese Weise ihn vor dem Angriff eines Meeresräubers gerettet haben. Kein Wunder, denn schließlich widmete er seine ganze Karriere der Pflege dieser erstaunlichen Säugetiere. Darüber hinaus drehte er als Regisseur etwa 75 faszinierende Filme über die Bewohner der Tiefsee, unter anderem auch für Discovery und National Geographic. Ein weiteres Beispiel für die Freundschaft eines Mannes mit einem Delfin ist die unglaubliche Geschichte des Langstreckenschwimmers Adam Walker. Während seinen langen Schwimmstrecken trifft er öfters auf Meeresbewohner. Im Jahr 2012 wurde er bei einem 17-stündigen Wettschwimmen in der hawaiianischen Meerenge von Molokai durch einen Biss einer portugiesischen Galeere schwer verletzt. Das Gift des quallenartigen Meeresbewohners ähnelt mit dem Gift einer Kobra. Zwei Jahre später schwamm er in der neuseeländischen Cookstraße und musste sich diesmal einer viel ernsteren Gefahr stellen. Diesmal war es ein großer weißer Hai, der bis zu 7 Meter lang werden kann. Adam bemerkte den Hai an der riesigen Rückflosse, schwamm aber weiter. Dann geschah etwas Unglaubliches. Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich eine Herde von Delfinen in der Nähe des Schwimmers auf. 10 von ihnen befanden sich in unmittelbarer Nähe zum Schwimmer, um ihn vor gnadenlosen Raubtier zu schützen. Als der Hai bereits weg war, sind sie nicht sofort verschwunden, sondern schwamm noch eine ganze Stunde lang mit ihm zusammen. Diese Zeit reichte aus, damit der Hai das Interesse an diesem Opfer vollständig verlor und sich auf die Suche nach einer leichteren Beute machte. Dank seiner neuen Freunde konnte Adam sein 8 Stunden und 36 Minuten langes Wettschwimmen beenden. Adam ist übrigens der einzige Brite, der in allen 7 Ozeanen der Erde geschwommen ist.
Ihm zufolge schwimmen Delfine 6-mal schneller als durchschnittliche olympische Schwimmer. Daher mussten die Säugetiere besonders langsam schwimmen, um ihn zu retten. Ist dies nicht ein Beweis dafür, dass Delfine nicht nur intelligent sind, sondern auch ein gutes Herz haben? An die Geschichte dieses alten Mannes aus Kalifornien glaubte zunächst nicht einmal die Polizei. Robert Biggs ist Wanderliebhaber. In der Vergangenheit ist er bereits gefährlichen Tieren begegnet, wie zum Beispiel Giftschlangen. Doch an dieses Rendezvous wird er sich sein Leben lang erinnern. An diesem unglückseligen Tag beobachtete Robert, ohne etwas zu ahnen, wie eine große weibliche Grizzlybärin mit ihren Jungen spielte, als er plötzlich einen Schlag in den Rücken spürte. Zunächst dachte er, dass einer seiner Freunden ihn auf den Arm nehmen möchte, aber als er sich umdrehte, sah er einen wilden Puma vor sich. Robert schlug mit dem Geologenhammer, den er zum Klettern verwendete, auf die Wildkatze. Der Puma gab jedoch nicht nach. Dann sprang von der linken Seite plötzlich eine riesige Gestalt. Es war die Grizzlybärin, die sich furchtlos in den Kampf stürzte, um Biggs zu retten. Der Mann kam mit ein paar Kratzern und blauen Flecken davon und der Puma wurde in den Wald vertrieben. Biggs ist sich sicher, dass sich die Grizzly-Mutter an die früheren Begegnungen mit ihm erinnerte und entschied sich, ihr eigenes Leben zu riskieren, um ihn zu retten. Thailand und einige andere Länder, die vom Indischen Ozean umspült werden, zählen zu den am stärksten von Erdbeben und anderen Naturkatastrophen betroffenen Ländern. Zum Beispiel führte der verheerende Tsunami im Jahr 2004 in Phuket zum Tod von mehr als 300.000 Menschen in Thailand und den angrenzenden Gebieten. Als das 8-jährige Mädchen Amber Owen in den Flugzeug gestiegen ist, um in diesem exotischen Land ihre Weihnachtsferien zu verbringen, konnte sie sich nicht einmal daran denken, wie tragisch dieser Urlaub enden wird. Doch es könnte noch alles viel schlimmer enden, wenn nicht der tapfere kleine Elefant Ning Nong gewesen wäre, mit dem sich Amber unmittelbar nach ihrer Ankunft im Sheraton Hotel an der Küste von Phuket angefreundet hat. Am Morgen dieses unglücklichen Tages, an dem 26. Dezember 2004, begab sich das Mädchen zum Strand, um auf ihren neuen Freund eine Spazierfahrt zu machen. In diesem Moment, als sie der Küste entlang ging, fing Ning Nong plötzlich an, in eine andere Richtung zu laufen, als hätte er etwas geahnt. Gleichzeitig eilten ahnungslose Menschen, um Fische zu sammeln, die sich bei der Ebbe am Ufer angesammelt haben. Bald traf die erste Tsunamiwelle die Küste und erreichte ganze 15 Meter. Doch zu diesem Zeitpunkt fand der Elefant bereits den höchsten Platz in ihrer Nähe und hat dem Mädchen geholfen, dort hinaufzuklettern. Es war laut Amber eine Betonwand. Dank dieser Wand überlebte die kleine Amber die erste Tsunamiwelle, die vielen Menschen das Leben kostete. Nachdem sich diese bewegende Geschichte in den Medien verbreitet hat, wurde sie sogar als Grundlage für die Londoner Theateraufführung Running Wild verwendet. Vor 3 Jahren haben thailändische Journalisten den tapferen Elefanten Ning Nong sogar gefunden. Er ist noch am Leben und ist laut seinen neuen Besitzern sehr menschenfreundlich. Für diejenigen, die an die Theorie von Charles Darwin glauben, kann diese Geschichte ein weiteres starkes Argument dafür sein. Im Jahr 1996 rettete dieser 8-jährige Gorilla Binti Yua diesen kleinen Jungen vor anderen Zoobewohnern, als wäre es sein eigenes Kind. Der 3-jährige Besucher des Brookfield Zoos in Chicago fiel durch einen 7 Meter hohen Zaun in einen Käfig mit wilden Affen. Biologen sind der Meinung, dass Gorillas sehr starke und gefährliche Tiere sind, die ihr Territorium um jeden Preis vor Fremden schützen. Aber zur Überraschung der verängstigten Zoobesucher ging Binti Yua zum bewusstlosen Jungen, nahm ihn vorsichtig auf die Hände und trug ihn zum Ausgang, wo Mitarbeiter des Zoos bereits auf sie warteten. Der Junge entkam mit einem leichten Armbruch und mehreren Schürfwunden. Ohne die fürsorgliche Gorillamutter hätte alles viel schlimmer enden können. Dieser Mann befand sich kurz vor dem Tod, als er plötzlich einen Meeresretter traf. Im Jahr 2000 stürzte der Amerikaner Kevin Hines von der legendären Brücke in San Francisco und prallte auf die Wasseroberfläche. Dank einem Zusammentreffen unglücklicher Umstände ist Kevin nicht an den Folgen des Sturzes ums Leben gekommen. Als er im eisigen Wasser der Golden Gate Meerenge landete, bemerkte er unter sich ein Meerestier. Es ist wichtig anzumerken, dass sich die Wassertemperatur hier im Herbst so niedrig ist, dass ein 15-minütiger Aufenthalt im Wasser bereits zum Tod führen kann. Kevin war sich sicher, dass es ein Hai gewesen ist und bereitete sich bereits auf den Tod vor. Plötzlich begann das Tier ihn förmlich an die Oberfläche zu drücken. Wie es sich später herausstellte, war es laut Augenzeugen ein Seebär, der ihm so lange geholfen hat, bis ein Rettungsboot gekommen ist. Laut Kevin veränderte dieser Vorfall dramatisch seine Lebenseinstellung. Er erinnert sich immer noch gerne an diese wunderbare Rettungsgeschichte und tritt damit sogar auf Konferenzen auf der ganzen Welt auf. Das war's für heute. Bis bald!